In Berlin nehmen tausende Menschen an einer Großkundgebung gegen Antisemitismus teil. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist vor Ort. Zum Auftakt richtet er einen Appell an die Bürgerinnen und Bürger. Der Schutz jüdischen Lebens sei Staatsaufgabe und er sei Bürgerpflicht, sagte Steinmeier. Zu der Kundgebung am Brandenburger Tor hat ein breites Bündnis demokratischer Parteien und zivilgesellschaftlicher Organisationen auf Initiative der Deutsch-Israelischen Gesellschaft aufgerufen. Dazu gehören CDU, SPD, Grüne, FDP und Linkspartei, die Katholische und Evangelische Kirche, der Zentralrat der Juden in Deutschland und einige andere.